Servus Leute, ich bin heute mal alleine unterwegs und ich sage euch mal noch nicht, wo es hingeht, aber vielleicht erratet ihr es. Wie gesagt, Svensky ist nicht dabei, eventuell werden das auch mehrere Vlogs und ja, ich muss jetzt auf jeden Fall los in den Bus. Ciao. Ich bin jetzt endlich angekommen. Ich habe ja immer noch nicht gesagt, wo. Das ist auf jeden Fall der Blick aus dem Hotelfenster. Ich bin nämlich in London. Es ist jetzt leider kurz vor Sonnenuntergang, aber die Sonne schafft es nicht mehr hinter den Wolken raus, wie es hier ausschaut. Ich werde jetzt trotzdem nochmal mich aufmachen. Und vielleicht zur blauen Stunde ein bisschen Lichter an der Themse. Und ja, mal gucken, was ich so einfangen kann. Aber ich bin jetzt erstmal 3 Nächte hier in London und da wird es auf jeden Fall genug Content geben für euch, würde ich mal sagen. Also, wünscht mir Erfolg, ich melde mich vom Spot. So Leute, ich bin jetzt hier an meinem Spot für heute Abend. Nichts Besonderes. Ich stehe auf der South Wark Bridge, so heißt die Brücke hier. Ja, das Licht hinter mir, ihr seht's, der Himmel war nicht so der Brüller. Ich hoffe, ihr hört mich einigermaßen, weil es ist ein bisschen laut und auch windig. Aber ja, mal gucken, wie das dann sich anhört für euch. Auf jeden Fall, ich fotografiere hier gerade das Shard. Wie ihr seht, so heißt dieses Hochhaus da hinten, mit den Laternen links und rechts und mit Autolichtern, die quasi quer durchs Bild fahren. Das ist ein bisschen unglücklich, aber der Winkel ist halt einfach falsch. Das ergibt nicht so das schöne Bild, was ich mir erhofft hatte, mit Autoziehern als führende Linien. Ja, muss ich gucken, ob mir das am Ende taugt oder nicht. Aber ich bin auf jeden Fall heute Abend nochmal rausgekommen. Besser als im Hotelzimmer versauern. Genau, mal schauen. Jetzt mache ich hier noch ein paar Bilder. Ihr werdet sie sehen. Und danach suche ich mir noch was zu essen. Und genau, ich melde mich dann morgen früh wieder bei euch. Also, bis dann. Ciao. Guten Morgen, Leute. Wie ihr sehen könnt, ich bin aufgestanden. Hinter mir das London Eye. Die Bedingungen könnten schlechter sein tatsächlich. Ich will jetzt hier mal noch nicht zu viel Hoffnung verbreiten, aber es könnte tatsächlich mal sein, dass es nicht ganz scheiße wird. Der Wecker hat heute um 4.20 Uhr geklingelt. Es ist jetzt 10 nach 5, sagt der Big Ben. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen und hören. Und ja, bisher hat sich das Aufstehen auf jeden Fall gelohnt. Es ist vielversprechend. Aber ihr werdet natürlich informiert, sobald sich was tun sollte, in die eine oder andere Richtung. Also, bis später.
Leute, ich kann verkünden, ein erfolgreicher Morgen geht zu Ende. Wie ihr vielleicht noch seht hinter mir, ein bisschen Licht ist noch da und ein roter Bus, nee, ein weißer Bus. Oh, fail. Aber egal, ich hoffe, ihr hört mich und auf jeden Fall, das Licht war tatsächlich da. Ich bin erstaunt, aber zufrieden. Das Aufstehen hat sich gelohnt. Das war ein roter Bus. Und genau, vielleicht geht es jetzt noch mal eine Runde schlafen. Aber mal gucken, was der Tag noch bringt. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen beim nächsten Mal. Also, ciao und vielen Dank fürs Zuschauen.